Ich bin schon weg. Kommst du schneller drauf als Sherlock, wer den Seehund beklaut hat? Nichts für ungut, Freunde. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Jemand hat geklaut! Tada! Morgen, Hermione. Sherlock, kennst du Dave? Das Zebra in Gehege Nummer 8? Nein, Dave, DAVE. Deduktionsassistent mit virtueller Elektronik. Das anspruchsvollste Programm zur Gattungserkennung und Auswertung von Fußspuren. Es greift auf eine Datenbank zu und kann sogar logische Schlüsse ziehen. Sublime Quantik macht's möglich. Na toll, ein gepimptes Handyfoto. Nicht die Bohne! Ein wundersüßes Hirn für unterwegs. Mit Dave hat der Fehlerteufel ausgekichert. Weißt du, ich brauche nur Notizblock und Bleistift, Hermione. Und ich mache nie Fehler. So gut wie nie. Willkommen beim virtuellen Detektivprogramm. Bitte geben Sie Ihren Nutzernamen ein. Hermione! Namenserfassung leider fehlgeschlagen. Bitte wiederholen Sie laut und deutlich. Hermione! 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 Ich verstehe nicht, was er hat. Ich würde es mal mit diesem Knopf da versuchen. Ich Nasenhuhn. Usererkennung abgeschlossen. Willkommen, Nasenhuhn. Ich denke, ums Telefon sollte ich mich lieber selbst kümmern. Sherlock Jack am Apparat. Elfentanz und Tortenschlacht. Ich bin schon weg. Der Seehund wurde beklaut. Hier hatte ich meine Habe aufbewahrt. Eine Truhe, die auf dem Grunde meines Pooles ruht. Moment, ich öffne meine erste Ermittlungsdatei. Willkommen, Nasenhuhn. Vorgang Datei öffnen. Bitte nennen Sie die Art der Ermittlung. Fang doch schon mal an. Bei Überfällen drücken Sie die 1. Bei Entführungen drücken Sie die 2. Profund, profund. Bestimmt die Schildkröte oder der Pelikan. Wie kommst du darauf? Das sind die einzigen, die wissen, wo ich die Wetteinnahmen hin tue. Die Wetteinnahmen? Sprichst du etwa von illegalem Glücksspiel? Hä? Glücksspiel? Ich doch nicht. Wieso denn Glücksspiel? Das sieht nicht gerade aus wie aus einem Autoquartett. Wir haben uns doch nur die Tierbilder angeschaut. Fangen wir noch mal von vorne an. Erzähl mir alles. Also, wir hatten beschlossen, Quartett zu spielen. Die Schildkröte, der Pelikan und ich. Wir hatten einige Dosen Kaviar gesetzt und haben sie in einer Truhe deponiert. Und damit alles kühl bleibt, habe ich sie im Pool versenkt. Der Sieger hätte alles behalten können. Gestern Abend habe ich gewonnen, aber als ich reinguckte, war alles weg. Ja, natürlich haben die Verlierer ein ganz klares Motiv. Wie tief ist das Becken? Circa 3 Meter. Ermittlungsdatei. Das Geheimnis des versunkenen Schatzes. Bitte Eingabe der Aussage des Opfers. Was ist denn das? Das ist der Fortschritt. Ich kann Dave unsere ersten beiden Verdächtigen nennen, wenn du willst. Schildkröte und Pelikan. Und ich vermute, dein Notizbuch nimmt ihre Aussagen auf. Vermessungsanalyse läuft. Datenbank wird durchsucht. Bitte warten Sie. Und du meinst, du brauchst Dave, um diese beiden auseinanderzuhalten? Und außerdem merken wir sofort, wenn sich einer der beteiligten Gangster verkleidet hat. Wer ist hier ein Gangster? Ich sollte hier nur ein paar Fragen beantworten für die Ermittlungen. Das ist richtig. Also, ist einem von euch etwas Verdächtiges aufgefallen beim gestrigen Kartenspiel? Eigentlich nur, dass wir unseren kompletten Kaviar verzockt haben. Wie jedes Mal in diesem Theater. Jedes Mal? Ihr spielt regelmäßig? Das heißt, eigentlich, ja. Profund. Komm, Hermione, es wird Zeit, dass wir uns den Tatort näher ansehen. Oh? Aha! Sieht nach einer Pelikanfeder aus. Warte, Sherlock. Dave sagt uns exakt, was
was los ist. Analyse läuft, Nasenhuhn. Mit 95%iger Wahrscheinlichkeit gehört sie zum Schwanz einer Musk Musculus, auch bekannt als Maus. Eine Mausefeder, das ist gründlich. Warte. Ha, schon fertig. Ich musste nur ein Update installieren. Und das Ergebnis ist eine Pelikanfeder, 100% sicher. Es muss also der Pelikan gewesen sein. Ah, was würden wir bloß machen ohne Dave? Das ist lächerlich. Wenn ich gestern Abend getaucht hätte, wären die beiden doch gleich hinterher. Außerdem lag der Kasten in 3 Meter Tiefe. Der Pelikan ist ein Vogel. Selbst wenn er einen Kopfsprung machte, käme er nicht viel tiefer als 1,50 Meter. Im Gegensatz zur Schildkröte. Schön und gut, aber es ist trotzdem deine Feder. Da gehen dauernd welche ab. Das ist kein Verbrechen. Weißt du, die Wissenschaft irrt sich aber nicht. Dave muss den richtigen Täter genannt haben. Du hast ein Detail übersehen. Siehst du die Bissspuren? Das ist das Zahnprofil unseres Täters. Bissspurenabgleich mit den Verdächtigen läuft. Schildkrötenkiefer, Übereinstimmung von 99%. Na also, da haben wir's. Die Schildkröte hat den Seehund beklaut. Das ist ja der Gipfel. Ich rede nur noch im Beisein meines Anwalts. Sieh dir das mal genauer an. Schildkrötenmäuler haben überhaupt keine Zähne. Ich kenne nur ein Wassertier, dessen Mundwerk so etwas anrichten kann. Hallo, Sherlock Jack, was gibt's denn hier herumzuschnüffeln? Schnuckeliger Hermelin, lass mal dein Lächeln strahlen. Du zuerst. Gee. Oh, was sollte das denn? Nur ein kleines Bild für mein Gästebuch. Bissspurenabgleich läuft. Diesmal 100%ige Übereinstimmung mit dem Gebiss des neuen Verdächtigen. Das wollen wir nicht so verbissen sehen. Sag mal, Piranha, du hast gestern Abend nicht zufällig beim Seehund rumgehangen, oder? Erstmal können vor Lachen. Gibt's da einen Zufluss, den ich nicht kenne? Analyse der Zooanlage. Kein Zufluss zwischen Gehege des Verdächtigen und dem des Opfers. Für Flossenträger nicht zu überwinden. Ja, schon richtig. Wie in der Ostzone. Aber jetzt lasst mich für heute in Frieden. Ich komme da nicht mit. Der Piranha kann nicht im Becken des Seehundes gewesen sein. Aber wie kommen dann seine Gebissabdrücke auf die Truhe? Gehen wir noch mal zum Tatort. Irgendetwas müssen wir übersehen haben. Spurensuche läuft. Na, was gibt's denn noch? Kann man helfen? Das ist ja drollig. Der Scanner ist total überlastet. Das hat er sonst nur bei übermäßigem Elektrosmog. Profund. Profund. Ein geheimes Videospionagesystem. Hast du die Aufnahmen noch, Robbe? Aufnahmen? Was denn für Aufnahmen? Ich habe schon ewig keine Aufnahmen mehr gemacht. Naja. Aus dem Weg, Freundchen. Siehst du, Sherlock? Du hast wirklich was übersehen. Da ist wohl eine kleine Entschuldigung bei Dave fällig. Sehen wir uns doch mal die gestrigen Ereignisse an. Ach du grüne Neune, du elender Betrüger, du hast die ganze Zeit gekiebitzt. Und ich dachte schon, es läge an uns. Ruhe bewahren, der eigentliche Fall will noch gelöst werden. Stopp. Wo wolltest du hin? Aufs Klo. Und wenn ich im Pool gewesen wäre, hätte man das ja wohl an den Pfützen gemerkt unter mir. Nicht gerade von der schnellen Truppe. Und wieso ist denn dein Schnabel so groß? Hab was getrunken. Aber keine Pfützen. Oh, Schwanzwurst! Da bist du ja ganz nass. Ich war mich frisch machen, wenn's recht ist. Im Bad ist ein Wasserhahn. Sehen Sie nach? Und das werden wir auch. Hermione, komm mir mal zur Hilfe. Direkter Anschluss zum Schwimmbasser. Der Fall ist geklärt, Leute. Meine jungen Spürhunde, alle Fakten sind in eurer Hand und bestimmt kommt ihr auch dahinter. Das sind die Tatsachen. Ein Unbekannter hat die Kaviardosen aus der Truhe des Seehunds gestohlen und mit den Bissspuren des Piranhas versehen. Nur der Pelikan und die Schildkröte kannten den Inhalt der Truhe und beide sind während des Kartenspiels einmal rausgegangen. Was den Piranha angeht, der hätte ohne Hilfe sein Aquarium nicht verlassen können. Wer von euch überführt den Schuft? Oh.
Der Schuft ist enttarnt. Du, Seehund, hattest keinen Grund, den Kaviar zu stehlen, da du dich auf den Ertrag deiner Betrügereien verlassen hast. Du, Schildkröte, hättest ins Becken tauchen können, aber dein Maul ist nicht scharf genug, um das Vorhängeschloss zu knacken. Das hat der Piranha erledigt. Er ist aber nur der Komplize des wahren Täters. Und dieser Täter-Pelikan bist du! Du hast den Piranha geholt. Du konntest ja durchs Badezimmer raus. Dann hast du ihn ins Bassin befördert und geduldig abgewartet, bis er dir den Kaviar heraufbrachte. Danach brauchtest du nur zum Kartenspiel zurückzukehren und den Schnabel zu halten, wie diese Bilder beweisen. Sie haben ganz recht, Sherlock, aber auf mich warten höhere Aufgaben. Hey, komm zurück, du elender, erbärmlicher Strauch, Dieb und... Wie ihr alle wisst, ist Glücksspiel im Zoo streng verboten. Ich finde also, keiner von euch hat diesen Kaviar verdient. Fall des versunkenen Schatzes nicht lösbar. Die Datei wurde beschädigt. Bitte sämtliche Ermittlungsdaten neu eingeben, Nasenhuhn. Wenn er voll ist, mein Notizblock schenke ich ihn dir. Köstlichste Kaviar-Häppchen zu verschenken. Kaviar-Handelsklasse 1,0. Wer will naschen von meinen verschenkten Kaviar-Häppchen? Oh. Das habe ich noch nie gegessen.